Das Pferdecamp 2023 ist zu Ende, deshalb brauche ich auch die Moderationskarten eigentlich gar nicht mehr. Wir sind wieder zu Hause, aber ich dachte, wir machen noch mal ein weiteres Video, weil ihr habt auch ganz viele Kommentare geschrieben, ganz viele Nachfragen gehabt. Wird es eine zweite Staffel geben? Was war da los mit Lena und Mathis? Und wie konnte Hella als Gastgeberin überhaupt Letzte werden? Diese ganzen Fragen möchte ich heute in diesem Video mit euch einmal klären. Und dafür werde ich alle Teilnehmer noch einmal besuchen und befragen. Also ganz viel Spaß beim Video. Plätze, fertig, los! Let the show begin! Hella, du bist ja sozusagen der Gastgeber. Wir waren zwar beim Urlaubsreiterhof Trunk, aber du hast ja das auf deinem Kanal alles ausgespielt. Wie fühlt sich das so an? Es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an und die Videos sind ja auch sehr gut bei euch angekommen. Also falls wir nochmal eine zweite Staffel machen, weiß ich auf jeden Fall sicher, dass ich dabei bin. Das ist doch auch gut, ne? Wie viel wusstest du denn vorab vom Pferdecamp? Weil ich habe das ja so ein bisschen alles geplant und man könnte ja denken, dass du dann ganz schön viel eingeweiht gewesen bist. Nein, ich wusste gar nichts, vor allen Dingen nichts von den Challenges. Und was ich besonders krass fand, dass ich nicht wusste, dass Lena dabei ist. Dass du mir das nicht gesagt hast, finde ich immer noch frech. Es gab aber eine Sekunde, einen Moment, als es wirklich sehr, sehr heikel wurde. Da standen dann diese ganzen Kisten mit den ganzen Klamotten drin. Da waren die Bademäntel, da waren die Collegejacken, da waren die T-Shirts, da waren die Pullover, da waren die Flaschen. Und Hella hat dann natürlich drumherum gewühlt, hat sich die alle angeschaut und wollte gucken, ob die alle vollständig sind. Und dann irgendwann fällt uns ein, oh nein, auf diesen Jacken stehen ja die Namen. Da steht zum Beispiel Tom. Und dann ist uns eingefallen, da steht ja auch irgendwo Lena drauf. Und ich da hingefahren, geguckt und die College-Jacke lag einfach ganz unten und noch perfekt zusammengefaltet. Gott sei Dank. Deswegen hat Hella zum Glück nichts gesehen, aber das war wirklich so knapp. Du warst ja der Überraschungsgast bei der ersten Pferdecamp-Staffel. Wie hat sich das so angefühlt? Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Das kannst du vielleicht mal kurz erzählen. Ja, das kam so zustande, dass Tom mich schon ganz lange Zeit davor, also wirklich einige Monate vorher, gefragt hat, ob ich nicht auch teilnehmen möchte. Und ich habe tatsächlich ganz am Anfang überlegt gehabt, ob ich mitmachen kann, weil Dori halt einfach gerade zu der Zeit, wo du mich gefragt hattest, super, super wild war und ich ihn überhaupt nicht richtig handeln konnte. Und dann dachte ich, boah, es ist die richtige Idee. Aber ich dachte mir dann so, ist eine Challenge, warum nicht? Und ich sag zu und dann hat Tom aber gleich zu mir gesagt, okay, pass auf, wir machen das aber so, dass du der Überraschungsgast wirst und ob ich dich halten kann. Und ich meinte, also nichts leichter als das. Das kriege ich hin. Und ja, dementsprechend haben wir das dann so ausgemacht, dass ich auf jeden Fall dabei bin und aber halt nichts sage. Und es war gar nicht so einfach, weil Hella und ich uns eigentlich relativ kurz darauf getroffen hatten. Oder ihr bei uns wart hier und mehrere Tage und Hella die ganze Zeit mich fragen wollte, ob ich mitmachen kann und Tommy dann die ganze Zeit per WhatsApp geschrieben hat, sag auf gar keinen Fall ja. Und ich habe dann eben zu Hella gesagt, nee, ich kann leider nicht mitmachen, mein Pferd ist zu wild und es geht leider nicht und habe ihr dann abgesagt. Aber eigentlich hatte ich ja schon lange zugesagt. Was hast du denn als Vorbereitung gemacht aufs Pferdecamp? Tom, ehrlich gesagt, wo du mir das ein halbes Jahr vorher gesagt hast, bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich da überhaupt hinfahre. Warum? Weil ich dachte, dass ist nur so ein Gelaber von dir und ich habe dir das zugesagt und dann ist es auf der anderen Seite von Deutschland. Ja. Und dann war das ja eigentlich eine recht spontane Aktion. Ach so. Deswegen konnte ich mich da nicht drauf vorbereiten. Tatsächlich gar nicht. Ich dachte, ich bin eigentlich schon ganz weit vorne, weil ich einfach schon so viele Challenges und so gedreht habe. Aber das war dann doch anders als erwartet. Ja, ihr habt wirklich gar nichts verraten, aber ich fand, das Pferdecamp war noch mal cooler, als ich es überhaupt erwartet hätte. Ich dachte mir, hä, wann kommen denn die Infos? Was machen wir denn? Was muss ich einpacken? Was brauche ich? Was braucht mein Pferd? Wann? Wie? Wie viel Uhr? Wann muss ich losfahren? Was war denn dein Lieblingsmoment vom Pferdecamp? Ich glaube, das war tatsächlich in der ersten Challenge der Ausritt von Anja und mir, wo wir Bibi und Tina gesungen haben. Vor allen Dingen, wie dann alle noch gesagt haben, Selina sagt 3 Sekunden vorher, voll der Wendy-Moment und dann fängt sie an, Bibi und Tina zu singen. Richtiger Wendy-Moment, das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Also den Moment habe ich sehr gefühlt, da hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Also meine Lieblings-Challenge war auf jeden Fall das Voltigieren, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Da muss man ja auch schon wieder sagen, das habe ich ja auch gewonnen, wie so viele andere Dinge ja auch.
weil ich ja auch eigentlich fast der Sieger gewesen wäre. Also voltigieren auf jeden Fall. Das hat mir so Spaß gemacht, dass ich echt am liebsten nochmal irgendwo hingehen würde und voltigieren würde. Das war mega cool, das einfach mal so auszuprobieren. Und ich finde es auch krass, dass wir alle dann so auf die Beine gestellt haben. In der kurzen Zeit, ja, wir hatten einen Tag Zeit und jeder hat ja echt eine coole Kür abgeliefert. Die Challenge, wo Sammy Fußball spielen durfte, die hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Also generell, wenn wir was mit den Pferden machen konnten, das fand ich immer am besten. Meinst du da, wo du mir den Ball ins Gesicht geworfen hast? Unter anderem. Ganz klar, das Bullriding. Wollte ich schon immer mal machen. Ich finde es einfach so witzig. Außerdem habe ich vollen Einsatz gezeigt und habe sogar eine Narbe von diesem Bullriding an meinem Knöchel jetzt. Oha, das habe ich gar nicht mitbekommen. Voller Einsatz, würde ich mal sagen, oder? Einer meiner liebsten Momente war, als ich dieses Hufeisen im Heu gefunden habe. Ich habe so geschrien, weil ich mich so unfassbar gefreut habe, dass ich es endlich gefunden habe und nicht die letzte war. In dem Moment solltest du dann ja eigentlich den Heusack halten und Selina den Heusack stopfen. Und irgendwie wolltest du dann aber auf einmal den Heusack stopfen. Das war eine sehr lustige Szene, wo ich auch sehr gelacht habe, als ich die im Nachhinein gesehen habe. Erinnerst du dich daran noch? Ja, das Problem war, ich habe mich so gefreut, dass ich dieses Hufeisen in der Hand gehalten habe, dass ich alles Weitere einfach vergessen habe von der gesamten Challenge, sondern einfach so, wow, ich habe es gefunden. Was war denn für dich die schwierigste Aufgabe mit Pferd? Ich glaube ja, das erste. Die Schnitzeljagd, wo du ja, die Schnitzeljagd. Mit Julia, was war das da war wirklich schlimm. Ja, mein Orientierungssinn ist einfach nicht der allerbeste, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh, ich fand das Voltigieren schon wirklich super schwierig und die Challenge, wo wir das Hufeisen im Heu suchen mussten. Weil wir waren wirklich ziemlich lange am Suchen und es war sehr staubig und mit meiner Heustauballergie, das war schon echt heftig. Ich wollte es gerade sagen, Julia und du, ihr hattet ja einen kleinen Nachteil. Ja, aber wir haben es ja noch geschafft. Dieses Hufeisen im Heu. Ja, ich bin, was sowas angeht, super ehrgeizig und mich hat das dann selber total angespornt eigentlich. Auf der anderen Seite war ich super genervt irgendwann, weil ich wollte einfach dieses Hufeisen finden. Am schlimmsten war eigentlich die Sache, wo wir die Hufeisen suchen mussten. Im Heu. Im Heu. Das war halt erst irgendwie unmöglich, weil es war so viel Heu und es hat so gestaubt und ein riesen Durcheinander. Das war schwierig. Wenn du jetzt nochmal mit zum Pferdecamp kommen würdest, würdest du dann nochmal Woody mitnehmen oder würdest du ein anderes Pferd mitnehmen? Aus taktischen Gründen. Boah, müsste ich gut drüber nachdenken. Ich glaube, Woody ist schon sehr stark. Der hat viele Talente. Ich würde ihn nochmal mitnehmen, denke ich. Mm. Ja, doch. Woody. Woody, ja, auf jeden Fall. Also Sam ist das perfekte Pferdecamp-Pferd. Das kann ich einfach nur sagen. Der ist einfach so cool. Der ist so ein richtiger Allrounder, mit dem man alles machen kann. Und den stresst es auch nicht, in anderen Situationen zu sein. Also ich könnte mir kein besseres Pferd vorstellen. Ich muss sagen, in den Challenges mit Gollum zusammen habe ich irgendwie immer verloren. Das war so ein bisschen problematisch. Aber an sich ist Gollum das perfekte Allrounder-Pferd. Deshalb war es eigentlich schon eine gute Wahl. Aber wenn ich jetzt noch ein zweites Pferd hätte oder falls im Laufe der Zeit noch ein weiteres Pferd einziehen sollte, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das auch mit dem Pferd mal ausprobieren könnte. Das ist eine gute Frage. Also dafür, dass er ja nur 4 Jahre alt ist, hat er das wirklich gut gemacht. Das muss man ja mal sagen. Bobby war wirklich super. Ich glaube, ich würde ihn fast beim nächsten Mal auch wieder mitnehmen. Okay. Auf jeden Fall. Ich würde ihn jederzeit wieder mitnehmen. Ich würde auch immer noch zusätzlich mitbringen. Ich kann ja dann die Challenges mit der Kutsche machen. Ja. Und mein Hund muss auch wieder mit dabei sein. Dori hat sich ja wirklich sehr gut benommen. Ja. Es gab aber einen Moment, da hat er die Chance ergriffen und ist geflüchtet. Was war da los? Ja, tatsächlich war das eigentlich gar nicht so dramatisch. Das Problem war, ich bin in die Box reingelaufen und warum auch immer habe ich die Box hinter mir nicht zugemacht. Das war sehr dumm von mir. Ich glaube, der Kameramann kam hinterher. Genau. Der hat gemeint, wir brauchen gleich ein Interview, weil wir müssen gleich weitermachen. Wir brauchen ganz kurz deine Meinung quasi dazu. Und demnach war ich voll in dem, oh mein Gott, ich muss meine Haare noch schnell richten. Und habe die Box nicht zugemacht und stand dann da so und habe angefangen zu reden. Und Dori ist einfach total entspannt erstmal aus der Box rausgelaufen. Und ich dachte so, warte, stopp, Pferd weg. Bin dann hinterher und dann hat er halt begriffen, okay, er ist gerade frei und hat halt die Chance genutzt und ist dann halt auf und davon und hoch und runter galoppiert. Und dann haben alle versucht, dieses Pferd anzufangen. Ich weiß noch, Mathis hat sich auch in den Weg geschmissen und das hat Dori halt gar nicht interessiert. Und er hat sich halt dann super aufgehetzt und wir konnten ihn dann einfangen, aber er war dann wirklich so richtig auf 180 und deswegen hatte ich mich in dem Moment einfach dafür entschieden, die erste Challenge nicht mit ihm anzutreten. Und ich bin da auch ganz froh drüber, weil ich glaube, wäre am ersten Tag was passiert, dann wäre ich auch einfach nicht so sicher gewesen mit ihm und er vielleicht auch nicht und dann wäre das vielleicht nicht so gut geworden. Trotzdem gab es aber ja auch ganz im Gegenteil Überraschungsmomente mit Dori, zum Beispiel als er angetreten ist beim Freispringen. So, also wie hoch war das noch? Weißt du das noch?
1,30 war das, 1,30. Ja, tatsächlich. Und für ihn war das super hoch, weil wir vorher noch nie, oder er ist auch alleine, auch beim Freispringen, noch nie so hoch gesprungen. Er ist jetzt erst 5 geworden, er war auch relativ lange verletzt. Danach ist er einfach, ja, noch nie so hoch gesprungen und es war eine gute Leistung, würde ich mal behaupten. Ich glaube, ich weiß noch, wie ich in dem Moment geschrien habe, wow, und begeistert war, weil er genau in dem Sprung vorher noch die Stange geschmissen hatte. Du dann aber sofort meintest, das war gut, dass er die Stange geschmissen hat, dann im nächsten Sprung springt er nochmal höher und genau das hat er gemacht und alle waren begeistert und du hast die Punkte abgesahnt. Also. Ja, das ist bei ihm immer so, wenn er einen Fehler macht, dann wurmt es ihm selber so sehr. Ja. Also auch wenn es nur, wenn er nur streift, so ist er so, ach nee, und jetzt schaffe ich das. Und das ist immer so, und das ist aber auch total süß. Das ist nicht nur beim Springen, war eben so, wenn er so einen kleinen Fehler macht, dann ist er so motiviert danach und deswegen dachte ich mir, das ist perfekt, wenn er jetzt eine schmeißt, weil dann wird der nächste richtig gut. Und so war es ja auch. Gibt es denn noch irgendeine Challenge, die du dir gewünscht hättest oder die man vielleicht in der nächsten Staffel machen könnte? Ich wusste gar nicht, was man alles so machen kann. Also ich war schon krass erstaunt, was ihr da so auf die Beine gestellt habt, generell. Und deswegen, also ich hätte jetzt auch nur gesagt, weil in dem Flur halt auch was hing mit Wasser, wo die mit den Pferden halt baden waren, irgendwie das. Ich fände irgendwas mit Wasser cool, irgendwie baden oder so. Wir hatten tatsächlich gedacht, dass wir irgendwie zu einem See oder so fahren, aber irgendwie schwimmen oder so finde ich cool. Was ich noch cool fände, worauf ich eigentlich die ganze Zeit gewartet hatte, ich dachte, dass wir irgendwann nochmal eine Challenge machen über Nacht. Dass wir woanders schlafen müssen, dass wir irgendwie outdoor unterwegs sind. So wie man das so früher im Zeltlager gemacht hat. Da musste man noch so eine Nacht irgendwo anders pennen und so Sachen. Man könnte natürlich was mit Springen machen oder quasi wie eine Reitstunde. Am besten was, was niemand gemacht hat. Also das mit dem Voltigieren war auf jeden Fall schon mal richtig gut. Aber dass man so eine Stunde bekommt, ich denke jetzt gerade ans Halsringreiten, aber da hätte ich natürlich auch einen Vorteil wieder. Es ist wirklich kompliziert und schwierig, dass man alle quasi gleichberechtigt. Es ist wirklich schwer, deswegen brauchen wir auch eure Hilfe. Was könnten denn zum Beispiel alle Teilnehmer machen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann suche ich mir die besten Sachen davon aus. Wir haben uns natürlich auch die Kommentare fleißig durchgelesen und da waren auch sehr viele Kommentare über dich, Mathis, drin. Also erstmal, ich hoffe nur Positives. Sehr viel Positives tatsächlich, dass du dich da sehr gut geschlagen hast und alle dich sehr gefeiert haben. Aber es gab auch eine Szene, da stehen wir alle in einer Gruppe, beziehungsweise ihr Teilnehmer steht alle in einer Gruppe. Ja. Und du hast deinen Arm so um Lena. Oh. Und da kam ganz oft das Kommentar, ob da was zwischen Lena und dir laufen würde. Nein, da läuft auf jeden Fall nichts. Ich bin in einer glücklichen Beziehung und was Lena so treibt, weiß ich nicht. Aber da läuft auf jeden Fall nichts. Das war ein dummer Zufall. Also wir werden auf jeden Fall Lena auch nochmal fragen und bin gespannt, was sie sagt. Ja. Also wir sind nur befreundet, komplett nur befreundet, da läuft überhaupt nichts. Wir haben uns einfach mega gut verstanden, aber alle miteinander. Also wir waren alle in der Zeit, sind wir so zusammengewachsen, alle zusammen. Und von daher hat jeder mal irgendwo die Hand hingelegt, ohne dass da irgendwas ist. Nein, so war das jetzt nicht gemeint. Müssen wir das rausschneiden? Es gab ja einige Kommentare zu Lena und Mathis, wie wir eben schon mitbekommen haben. Aber es gab auch einen Kommentar zu dir und Mathis. Hast du den selber gelesen? Nee, ich glaube nicht. Dann lese ich den jetzt einmal vor. Es stand nämlich wortwörtlich, Selina und Mathis sehen aus, als wären sie verliebt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ihr ja diese Hebefigur gemacht habt und so. Das sah schon sehr harmonisch aus. Ich glaube, das war einfach dessen geschuldet, dass Mathis einfach groß und stark ist und ich klein und kompakt. Und er mich einfach am ehesten gut hochheben konnte. Also Anja, wollte ich sagen, nee, in der zweiten Folge gab es ja so einen kleinen Dreher. Da wussten wohl die Leute im Schnitt nicht ganz genau, wer ist. Nein, ich glaube, die haben sich einfach nur ein bisschen vertan. Zwei Blondinen, einfach zu verwechseln. Das wollen wir nochmal eben aufklären. In der zweiten Folge gab es da einen kleinen, kleinen Mistake sozusagen. Da haben wir nämlich einmal die Namen von Anja und Julia verwechselt. Das sollte aber natürlich nicht so. Aber ihr habt alle fleißig geschaut und wart aufmerksam und habt es in die Kommentare geschrieben. Deswegen wollte ich es eben einmal aufklären. Ich habe mir die Folgen ja auch nochmal ganz genau angeschaut, ne? Und mir sind da so ein paar Sachen aufgefallen. Bei der Voltigier-Challenge habt ihr euch ja gegenseitig Punkte gegeben. Und da ist mir aufgefallen, ihr habt euch beide gegenseitig mit 10 Punkten bewertet. Das fand ich sehr verdächtig. Ich fand Julia einfach super gut. Sie war so ein richtiges Flower-Girl. Weil sonst hat Julia von keinem anderen 10 Punkte bekommen. Ich glaube, Hella hat auch von keinem anderen 10 Punkte bekommen. Hattet ihr euch vielleicht abgesprochen oder so? Ich fand Julia es wirklich richtig gut einfach. Also ich konnte natürlich nicht mit Leistung glänzen. Also ich weiß ja nicht. Ne? Ich fand die Überraschung bei dir mit der Kanone auch so gut. Das war mega. Und Hella war natürlich super talentiert. Also was du da alles gemacht hast, ist wirklich krass. Also eindeutig 10 Punkte wert. Auf frischer Tat ertappt. Auf frischer Tat ertappt.
Wirklich frech. Und Hella und Julia, ihr wart ja auch ein Team in der allerersten Challenge sogar. Und da habt ihr euch ja sehr verritten. Und woran hat das gelegen? Woran hat das gelegen? Könnt ihr das nochmal kurz erzählen? Also wir waren einfach so motiviert, würde ich sagen. Ja, dass wir direkt erstmal losgeritten sind in die falsche Richtung. Damit hat es ja schon begonnen. Also wenn wir halt jetzt komplett in die falsche Richtung reiten. Ach, wir sind schon falsch. Team Blond legt los. Und dann haben wir uns sehr, sehr oft leider verritten. Aber ich bin auch wirklich, was Orientierung und so angeht, echt nicht die Beste. Das war echt keine gute Idee, uns beide in ein Team zu stecken. Ja, Orientierung ist jetzt auch nicht meine krasseste Stärke. Wir dachten uns erstmal auf Geschwindigkeit, wir werden durch Speed siegen. Ja. Haben halt dann die Stationen verpasst, weil wir einfach so viel wir Spaß waren hatten. Wir waren einfach am Ende in so einem Wald drin und ich so, ich glaube einfach weiter. Zum Glück hat Julia doch gesagt, nee, vielleicht drehen wir hier jetzt besser um. Das muss an der Ecke sein, Hella, wir sind falsch. Weil es muss an der Ecke sein und dann geht's rechts. Hella wäre einfach noch weiter geritten. Ja. Ich glaube, da hätte uns auch keiner gestoppt, weil da hinten stand Nein. gar keiner. Also es war so weit ab vom Schuss, bis ich irgendwann gesagt habe, Hella, also jetzt, schöner Galopp, hat wirklich Spaß gemacht, aber ich glaube, wir sollten jetzt umdrehen. Wir sollten umdrehen. Und Hella noch so, nein, ich glaube, das geht noch. Anja, erinnerst du dich noch an die erste Folge? Ja, wo ich angekommen bin. Ja, und da sind auch noch andere Gäste angekommen, und zwar ein Überraschungsgast, Lena. Ja. Und du bist als Einzige direkt losgerannt zum Anhänger und wolltest schauen, wer da drin ist. Und dann ist auch Mia, der Hund von Lena, aus dem Auto gestiegen. Und da hast du in der Folge was gesagt, das hat keiner gemerkt, aber du hast Mia wie genannt? Emma. Auch mit ich dabei. Bin Emma. Emma. Und Emma ist? Emma ist Lenas Pony natürlich. Ich hatte einen richtigen Gehirnaussetzer und habe mich so gefreut. Und da hat irgendwie mein Gehirn die Namen nicht so schnell sortiert bekommen. Ich fand es auf jeden Fall sehr witzig, auch dass du so die Einzige warst, die zum Hänger gerannt ist. Was dachtest du dir in der Sekunde? Ich wollte es einfach wissen, welches Pferd dabei ist. Also, dass Lena da war, habe ich ja schon schnell gesehen. Und alle waren ja auch schon bei Lena. Da dachte ich, kann ich auch mal gucken, welches Pferd dabei ist. Die anderen Teilnehmer hatten ja alle so ein bisschen eine Mädchen-WG und du warst die Einzige, die es mit zwei Typen aushalten musste. Wie war das? Ja, ziemlich anstrengend auf jeden Fall. Das Chaos war da, Chaos pur. Ja. Unser Zimmer war mit Abstand das unaufgeräumteste. Aber das liegt auch daran, weil ich selber auch kein ordentlicher Mensch bin. Und dann auch noch Mathis in Kombination mit dir und mir. Es war Katastrophe, aber super, super witzig. Abends lagen wir immer so zusammen auf der Couch und dann haben wir immer so in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, hey, ihr könnt alle vorbeikommen zu uns. Und dann sind immer alle gekommen und dann haben wir meistens das so ein bisschen gefeiert bei uns. Wir hatten also auch abseits der Kameras jede Menge Spaß. Genau. Aber wie fandst du es denn generell mit den ganzen Mädels so? Also nächstes Mal mehr Jungs oder fandst du es auch gut? Waren die Chancen besser oder schlechter oder wie war es so? Ja, also ich würde jetzt sagen, die Männerquote können wir schon ein bisschen aufstocken. Okay. Wie fühlt es sich an, so die erste Pferdecamp-Gewinnerin zu sein? Ja, mega. Vor allen Dingen, weil ich halt einfach gar nicht damit gerechnet habe. Das kam irgendwie sehr überraschend und war ja auch sehr, sehr knapp. Mathis hat ja gut gegengehalten. Bis zum letzten Tag dachte man ja wirklich, also als Zuschauer wahrscheinlich auch, dass du gewinnst. Also ich dachte auch bis zum letzten Tag, dass ich gewinne. Ich war da im Finale und ich dachte mir so, es kann eigentlich nichts mehr passieren. Ich habe so viele Punkte, ich habe Hufeisen, ich ziehe die Mädels alle ab und gehe als Sieger aus dem Ding raus. Dass das dann zum Ende so krass wurde, das konnte ich auch einfach nicht ahnen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da so schnell eine Karotte essen muss. Und da hast du mich halt gepackt. Hast du gesagt, du machst uns das Leben zur Hölle da? Habe ich nicht geglaubt. Weiß ich jetzt, dass du die Dinge ernst meinst, die du da sagst. Was hast du denn in diesem finalen Moment gedacht, als du die Möhre da reingegessen hast und dann auf einmal kam es raus? Hast du es überhaupt realisiert in dem Moment oder hast du es erst dann auch in der Wiederholung nachher gesehen? Also ich habe das schon realisiert, dass da was rausgekommen ist aus mir. Ich habe aber nicht gedacht, dass das schlimm ist. Also ich hätte gedacht, ich gewinne trotzdem. Mhm. Und hätte nicht gedacht, dass ich deswegen halt nicht gewinnen würde. Klar, in meinem Kopf war die ganze Zeit nur runterschlucken, runterschlucken, schneller essen, schneller essen. Aber es war so eklig. Der Urlaubsreiterhof Trunk war ja wirklich eine 1A-Location. Das war eine Mega-Location. Aber beim nächsten Mal wollen wir dann doch ja nochmal was anderes suchen. Hast du da schon eine Idee vielleicht? Ich finde halt cool, wenn etwas nicht so weit weg ist. Zum Beispiel war ich letztens mit zwei Freundinnen am Watt. Das fände ich auch mal ganz cool, dass alle quasi zu uns in den Norden kommen. Du, ich hatte da eine ganz coole Idee. Wir könnten ja nach Afrika fliegen. Afrika? Ja. Oha, das ist ganz schön weit. Da kann man ja gar nicht seine eigenen Pferde mitnehmen. Aber da gibt es ja genug Pferde und andere Tiere.
Das stimmt, das stimmt. Auf Giraffen dann reiten. Oder auf Elefanten oder auf oder Löwen. Nashörner. Anja hat schon Südafrika gesagt. Hast du noch das was anderes? Auch gesagt. Hast du auch gesagt? Ja, ja, ich glaube, da brauchst du mich gar nicht zu fragen, was ich von Südafrika halte. Ich glaube, das wissen alle, dass ich ein sehr, sehr großer Südafrika-Fan bin und dort auch insgesamt 9 Monate gelebt habe. Also in Südafrika könnte man vielleicht irgendwie so komische Sachen essen müssen oder so. Auch, also Sachen, die man so vielleicht nicht essen würde. Mhm. So Krokodil oder so. Okay. Zum Beispiel. Und von daher, ja klar, packe ich die Pferde ein und wir fliegen los, oder? Ich fände es vielleicht auch einfach praktisch, wenn wir es einfach hier bei mir machen. Da muss ich nämlich gar nicht wegfahren. Bei dir, hier? Ja, hier auf dem Boot. Wir haben alles hier. Würdest du es anbieten? Ja, könnte man schon mal machen. Von den Kandidaten her, wer fällt dir da so ein, wen man vielleicht beim nächsten Mal noch mitnehmen könnte? Du kennst ja auch so einige Leute, vielleicht aus der Showbranche, aus der Profi-Reitbranche, aus der Influencer-Branche. Gibt es da Leute, wo du sagen würdest, die würden perfekt zum Pferdecamp passen? Ja, tatsächlich. Wir sind hier gerade auch wieder dabei, neue Shows zu proben. Okay. Und ich kenne zum Beispiel die Brüsewitz-Brüder ganz gut. Das sind mega krasse Voltigierer. Hallo, wir sind die Brüsewitz-Brüder. Wir sind Voltigierer aus Leidenschaft. Wir sind vor einer Woche von den Europameisterschaften im Voltigieren aus Schweden gekommen. Da hat Yannick den 3. Platz gemacht, Tommy hat den 4. Platz gemacht und ich habe den 5. Platz gemacht. Und ich den 1. Da fällt mir sofort mein Lieblingsminion ein, die Ina von dem Instagram-Account IPSM. Mit der macht es immer Spaß, die ist crazy und einfach immer da und laut und lustig und mit der habe ich immer ganz, ganz viel Spaß. Also wäre das sehr, sehr cool, sie mal in so einem Format zu treffen. Sandra sollte auf jeden Fall diesmal dabei sein. Das wäre auch total cool gewesen, wäre die auch letztes Mal schon mit dabei gewesen. Die würde mir jetzt spontan einfallen, die passt da auch perfekt mit rein. Wir haben jetzt sogar noch die liebe Sandra getroffen. Die war gar nicht Teilnehmer vom Pferdecamp, aber tatsächlich die Person, die am präsentesten in den Kommentaren war, ohne dass sie beim Pferdecamp dabei war. Weil ganz viele die Frage gestellt haben, wieso war Sandra nicht dabei? Ja. Wir können ja mal ganz kurz auflösen. Wir haben sie sogar gefragt. Ich sie war bei der Planung sie war vom, bei der, und bei der Ideenfindung von dem Pferdecamp tatsächlich dabei. Genau. Dann habt ihr mich gefragt, ich habe zugesagt und dann kam unerwartet dieses kleine Lebewesen in mein Leben. Denn ja, es ist ja ein Welpe bei uns eingezogen und das war leider nicht ganz so einfach. Und das ist dann ein bisschen kollidiert, aber ich fand's so schade. Und wenn ihr das Pferdecamp nochmal wiederholt, dann bin ich dabei. Ja, cool. Also hätten wir dann theoretisch schon den 1. Teilnehmer für die 2. Staffel. Aber ich wurde doch noch nicht gefragt. Nee, noch nicht, aber ich habe ja auch gesagt theoretisch. Ja, okay. Hättest du denn einen Wunschkandidaten, der noch dabei sein sollte? Ja, die Niki. Die Niki? Natürlich, die Niki. Die ABBF, allerbeste Freundin von Sandra. Ja, danke Sandra, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast, noch eben ein paar Fragen zu beantworten. Danke an die Leute, dass die so gefragt haben, wo ich denn bleibe. Ja. Das ist richtig süß. Dankeschön. Am Ende des Tages bist du ja als erstes ausgeschieden beim Pferdecamp. Also einen besseren Gastgeber gibt es ja eigentlich gar nicht, das als stimmt. Das... Wie hat sich das angefühlt? Hast du dich gut gefühlt dabei oder warst du schon ein bisschen traurig? Also ich war natürlich schon ein bisschen traurig, weil ich natürlich auch gewinnen wollte. Aber es hat sich dann doch irgendwie ganz gut angefühlt, dass keiner traurig sein musste von den anderen Teilnehmern. Also dass alle mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, ich habe nicht verloren. Und dann habe ich das eigentlich gerne auf mich genommen. Also hast du es sozusagen extra gemacht. Aber ich war halt auch einfach schlecht. Ich war einfach schlecht. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und wie geht's jetzt weiter so als Pferdecamp-Champion? Also hast du irgendwie so Anfragen bekommen von Fernsehsendern oder sowas? Oder? Ja, ganz, ganz große Filmangebote und sämtliche TV-Shows. Natürlich hoffe ich, dass ich meinen Titel verteidigen darf oder meine Krone weitergeben darf, die ich nicht bekommen habe. Aber vielleicht können wir eine Pferdecamp-Krone einführen. Cool, danke Selina. Gerne, Tom. Und da bin ich wieder von meiner langen Reise durch ganz Deutschland. Alle Teilnehmer habe ich besucht in den letzten Tagen und ganz viele Interviews aufgenommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es sind keine Fragen ungeklärt geblieben. Wenn doch, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt eure ganzen Anregungen, Wünsche und ob ihr ein Pferdecamp 2024 sehen wollt. Und wenn ja, mit wem und wo. Schreibt es alles in die Kommentare. Und vielleicht sehen wir uns dann ja auch schon nächstes Jahr wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Tschüss!